Jahrelang waren sie getrennt, heute Abend kehren sie wieder vereint auf die Kinoleinwand zurück. Die Rede ist von einem der härtesten und gewitztesten Schlägerduos der jüngeren Filmgeschichte. Der Harte und der Smarte bewältigen wieder einmal ihre Schwierigkeiten, vor allem mit ihren Fäusten. Zur Premiere ihres Films Die Troublemaker sind sie in Wien und wir erwarten sie jetzt gleich bei uns im Studio. Dass wir wieder zusammen sind, ist doch herrlich. Das sind wir ja durchaus nicht. Wieso nicht? Och, mir sagte mal ein alter Freund, es zählt nur eins im Leben. Ruhe und Frieden. Und beides habe ich reichlich genießen können, seit ich dich los war. Wir müssen vielleicht zufrieden sein mit Streuselkuchen. Nein, Streuselkuchen. Ja, ich mag Mohnkuchen, aber Spaghetti wäre besser. Das unverwüstliche Duo Terence Hill und Bud Spencer auf dem Weg ins Zeit im Bildstudio. Charakteristisch die Rollenaufteilung. Bud gibt sich zugeknöpft und schweigsam. Terence Hill ist der leutselige, quirlige Typ. Glaubt man Gerüchten, können die beiden einander privat nicht leiden. Aber vielleicht ist auch das nur ein Promotion-Gag für ihren neuen Film, Die Troublemaker. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Im Film stellen Sie beide eigentlich immer ein mehr oder weniger unzertrennliches Paar dar, obwohl es da manchmal Schwierigkeiten gibt, aber angeblich, so hört man, sollen Sie beide sich privat gar nicht so gut verstehen. Stimmt das? Wir sind die besten Freunde, obwohl wir sehr verschieden sind. Das haben wir im Laufe unserer langen Zusammenarbeit herausgefunden. The screen, we are enemy. Auf der Leinwand sind wir seit 28 Jahren Feinde, aber im wirklichen Leben verstehen wir uns gut. Aber warum haben Sie dann so lange keine Filme zusammen gemacht? Wir haben einander nicht mehr ausgehalten. Wie viele Jahre haben wir jetzt nichts mehr gemeinsam gemacht? Zähl nach, 85, das war der letzte Film, 86. Acht Jahre. Acht Jahre. Bud Spencer, können Sie sich eigentlich erklären, warum Ihre Filme, die ja immer wieder nach demselben Muster gestrickt sind, eigentlich in Europa so erfolgreich sind und in Amerika gar nicht so sehr? Die Amerikaner akzeptieren niemanden mit Akzent. Ich spreche kein perfektes Englisch, Terence schon, aber ich nicht. Es klingt komisch, wenn ein Cowboy einen Akzent hat. Man müsste mich also synchronisieren, aber das lehnt das amerikanische Kinopublikum ab. And the American public don't like the dubbing. Gibt es eigentlich eine Filmrolle oder einen Regisseur, mit dem Sie ganz besonders gerne einmal arbeiten würden? Seit 29 Jahren spiele ich nun immer die gleiche Rolle. Ich bin eigentlich kein Schauspieler, ich bin ein Typ. Ich habe auch keine besondere Traumrolle. Mein Lieblingsregisseur ist Peter Weir, aber ich wüsste nicht, welche spezielle Rolle ich mir wünschen sollte. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich auf noch viele Begegnungen zwischen Ihnen beiden vorbereiten. Kann das sein? Ja, falls wir uns nicht zerstreiten. Ich meine, im wirklichen Leben. Vielleicht mit den Fäusten aktiv werden, bevor Sie es nicht getan haben. Ich bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind und wünsche Ihnen für die heutige Premiere alles Gute und viel Erfolg. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you. Dankeschön.